herzlich willkommen zum allerersten Kommentare-Kommentieren-Video von mir. Drei YouTuberinnen und ich haben uns ein richtig cooles Format ausgedacht und dabei wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß. Checkt auf jeden Fall die Kanäle ab, die ich euch in die Infobox verlinke. Da sind richtig coole Videos draus entstanden, weil es eigentlich so eine kleine Videoreihe ist. Bevor ich es vergesse, möchte ich das noch kurz erwähnen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr 2015 gestartet. Und dann wünsche ich euch einfach viel Spaß bei diesem Video. Gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und dann lasst uns mit dem Kommentieren beginnen. Hallo Lee, ich liebe dich. Aber ich wollte dir einmal was sagen. Und zwar, dein Kanal besteht einfach nur aus Holz. Das ist so, so langweilig. Mach mal was anderes, mach mal ein anderes Video. Ich will dich immer nur Holz sehen. Das liegt daran, weil mein Kanal ein Fashion, Beauty und Lifestyle-Kanal ist. Also ich mache sehr viel mit Fashion, deswegen auch die Fashion Holz. Aber da gibt es auch Lookbooks in dieser Kategorie oder ich drehe euch gerne Beauty Hauls ab und das ist ja auch ein Haul. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich liebe es, Hauls abzudrehen. Also ich möchte nicht irgendwie angeben damit, sondern ich möchte euch inspirieren und deswegen wollte ich euch vorher die Sachen zeigen, woher die sind, damit ich dann ein Lookbook drehen kann, damit ihr Ideen habt, wie ihr sie kombiniert. Logisch, gell? Oh, Mädchen, Nihan! Du siehst richtig schön aus, ja? Nihan! Ich schwöre, Nihan! Du bist natürlich nicht Nie, du bist Nihan! Ich schwöre, weil Nihan ist Nie und Nie ist Nihan und so. Hä? Danke, liebe Chantal, für deinen wunderbaren Kommentar. Viele verwechseln mich mit der lieben Nihan und Nie und Nihan ähneln sich sehr. Aber ja, ich nehme es euch überhaupt nicht böse. Ich bekomme auch sehr viele positive Kommentare, nur davor steht halt Nihan anstatt Nie, aber ich fühle mich trotzdem angesprochen. Es ist super lustig, weil mein Name steckt ja in Nihans Namen auch drinnen. Ich lese super oft und dann möchte ich immer gerne schreiben, mein Name ist Nie, denn wie würdet ihr euch fühlen, wenn ich euch anstatt Lisa Sabrina nenne? Wisst ihr, was ich meine? Nur so ein kleines Beispiel. Aber ich nehme es euch nicht böse, aber ich bin Nie und das hier ist Nihan. Und ich bin Nie. Und das ist Nihan. Sag mal, deine Schminksammlung, die ist viel zu übertrieben groß. Was denkst du dir eigentlich, sowas zu zeigen, hm? Jüngere Zuschauer denken jetzt, sie brauchen genauso viel. Was bist du für ein Vorbild? Ein total schlechtes. Sowas kann ich nicht unterstützen. Um Gottes Willen, nein! Ich möchte mit meiner Schminksammlung nicht angeben, von wegen, dass ich so viel habe. Aber ihr müsst bedenken, dass mein Kanal ein Beauty-Kanal ist. Ich liebe Schminke. Also ich glaube, jede Frau liebt Schminke. Oder die Mehrheit der Frauen zumindest. Und man muss halt auch bedenken, ich bekomme sehr viel zugeschickt. Ich bin auf sehr vielen Events. Da kriegen wir auch immer irgendwelche Sachen. Aber ich sortiere sie auch regelmäßig aus und verschenke sie. Oder wenn ich neue Produkte bekomme, verschenke ich sie auch, weil ich schon unzählige davon habe. Und ich habe mir mal so überlegt, so einen Schminkflohmarkt zu machen auf meinem Blog oder sonst wo. Weil ich habe wirklich sehr viel Schminke und vielleicht reicht euer Taschengeld ja nicht aus für so viel Schminke, neue Schminke zumindest. Deswegen könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also ich habe es schon auf sehr vielen Blogs gelesen, weil es bringt mir ja nichts, wenn es einfach nur da vergammelt und meine Freunde schon ausgesorgt sind und ich schon alles Mögliche verschenkt habe. Also lasst mir gerne Feedback da, was ihr von einem Schminksammlungsflohmarkt haltet. So viel Schminke hast du doch gar nicht nötig. Ich finde das so scheiße, dass die meisten YouTuber denken, dass sie so viel Schminke bräuchten. Naja, ich bin kein Fan davon. Sieht man ja. Solche Kommentare bekomme ich auch immer wieder mal. Vor allem, wenn ich so Get Ready With Me drehe oder solche Schminkvideos. Aber ihr vergesst wieder die Tatsache, dass dieser Kanal auch ein Beauty-Kanal ist. Und ich liebe Schminke, ich liebe es, mich zu schminken. Ich habe es euch auch in meinem Me-Time-Tag erzählt. Ich finde Schminken total beruhigend. Ich liebe es, die Veränderung zu sehen. Wenn ihr so ein ganz nacktes Gesicht habt und es schminkt und es verschönert. Und ich finde es so, so schön. Also ich finde, mit Schminke kann man so viel zaubern und aus einer Person so viel rausholen, auch wenn die schon wunderhübsch ist. Aber ich finde, Schminke macht einiges aus und ich liebe es, mich zu schminken. Nicht, weil ich irgendwelche Komplexe habe. Oh mein Gott, ihr glaubt mir nicht, wie oft ich ungeschminkt rausgehe oder wie abgegabelt ich manchmal aussehe. Aber wenn ich Zeit habe und Lust und was auch immer, schminke ich mich halt sehr gerne. Und ich möchte mich ja nicht so vor der Kamera ungeschminkt präsentieren oder mit fettigen Haaren oder irgendwie sowas. Also man sollte sich irgendwo schon pflegen. Und ja, deswegen schminke ich mich super gerne, nicht weil ich irgendwelche Komplexe habe, sondern weil ich es liebe. Ich liebe es, mich zu schminken. Mädchen, kannst du mal normal lachen, Alter? Was ist das für aufgesetzte Lache, Alter? Glaub doch kein Mensch, Mädchen. Sag mal ein bisschen natürlich, Alter. So wie ich ja, ey.
Ich schwöre, du hast so 5 Kilo Schminke drauf, Alter. Lass wieso Aufziehpuppe, Alter. Hör mal auf mit dem Scheiß, ja? Sag mal ein bisschen so Miranda Kerr, so ein bisschen natürlicher, ja, asoziale. Ich weiß manchmal nicht, was mit der Menschheit los ist, aber wenn ich glücklich bin, dann lache ich. Und dann bekomme ich einen Kommentar wie von wegen, dein Lacher ist künstlich. Aber ich muss euch irgendwo auch zustimmen, weil manchmal lache ich und viele wissen nicht, ob ich wirklich lache oder ob ich es verarsche. Aber ich lache sehr oft aus Höflichkeit. Wisst ihr, was ich meine? Aber wenn ich künstlich lachen würde, wäre es irgendwie so ho, 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 oder hi, oder hehehe. Aber ich finde meinen Lacher gar nicht so künstlich, außer manchmal. Aber manchmal ist es auch beabsichtigt, aber in meinen Videos eigentlich nicht. Weil manchmal bin ich nur voll glücklich und dann lache ich. So wie jetzt zum Beispiel. Naja, danke für deinen Kommentar übrigens. Sag mal, was heißt Nie eigentlich auf Chinesisch oder Japanisch oder was auch immer du da bist mit diesen schmalen Augen. Hm? Bist du Chinese oder Japaner? Oder bist du so ein Manga-Kind? Nie, ich habe mal eine Frage. Was heißt Nie eigentlich auf Chinesisch? Oder ist das Japanisch? Nein, Chinesisch. Was heißt das? Was heißt Nie auf Japanisch oder Chinesisch? Punkt 1. Ich bin weder Chinesin, noch Japanerin, noch ein Schlitzi oder was auch immer. Ich bin Vietnamesin und zwar zu 100%. Also Mama und Papa sind aus Vietnam und mein Name bedeutet gar nichts. Also nicht gar nichts, sondern es hat keine Bedeutung. Obwohl Nie... Hey, jemand hat gerade einen Schneeball auf mein Fenster geworfen. Oh, gemein! Das gehört? Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich vorhin meine Eltern gefragt, Nie hat gar keine Bedeutung. Irgendwie voll traurig. Aber ihr könnt euch ja eine Bedeutung für Nie ausdenken. Also ab in die Kommentare, was Nie bedeuten könnte, bis auf Nie wie, sag niemals nie. Ich habe mal eine Frage an dich. Kannst du endlich bitte mal Boyfriend Tag machen? Ich weiß, du hast das noch nie gemacht und ich finde, du solltest das mal machen. Das gehört sich einfach so für YouTuber. Mach das jetzt bitte. Diese Frage bekomme ich so häufig gestellt, das glaubt ihr mir gar nicht. Immer wenn ich was auf Twitter poste oder irgendwie sowas in der Art. Aber es liegt nicht an mir, dass mein Freund nicht vor die Kamera möchte, sondern an ihm. Und ich verstehe es auch, weil es gibt noch eine gewisse Privatsphäre und die möchten wir halt auch irgendwo halten. Aber wenn es soweit ist, dann werdet ihr vielleicht irgendwann auf meinem Kanal einen Boyfriend-Tag sehen. Ihr könnt mir ja andere Videovorschläge in die Kommentare schreiben, was man mit so einem Freund machen kann, ohne dass er vor die Kamera treten möchte. Also ein bisschen Brainstorming und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Ey, Schlitzi, geh mal Reis fressen, yeah. Ich und Reisfresser? Ich bin noch kein Reisfresser. Oder vielleicht doch. Das war's dann mit dem Kommentare-Kommentieren-Video. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und gerne Feedback dazu, wenn ich euch zum Lachen bringen konnte oder wenn die anderen euch zum Lachen bringen konnte. Hier unten seht ihr nochmal alle Kanäle und alle Rollen, die in diesem Video gespielt wurden. Also schaut da auf jeden Fall vorbei und ich werde euch die Videos von den jeweiligen Kanälen in die Infobox verlinken. Ich schaue jetzt auch bei den Mädels vorbei, denn ich bin super gespannt, wie deren Videos geworden ist. Und ihr werdet mich auch in deren Videos sehen. Also klickt euch durch. Ich wünsche euch viel Spaß und dann sage ich ciao und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.